So, wir sind schon bei der nächsten Mission, die Vorsehung. Wir sollen 5 Klotzbots installieren in einer 40 plus Zone. Dafür gehe ich persönlich erstmal auf nur jetzt spielen. Er schickt mich ins Radarraster. Da sind Klotzbots. Kann ich mir eigentlich fast, oder? Doch, da waren immer welche. Doch, doch, ist richtig. Ich glaube, hier wird es schwieriger, welche zu finden. Und kleiner Fehler. Pause ist nämlich keine. Wie gesagt, die Rette die Welt Videos nehme ich ja meistens im Livestream auf. Ja, nur habe ich hier keine Hilfe. Das wird nicht einfach. Alleine schon mal überhaupt nicht. Ah, wir gehen mal einfach rein und gucken, wie weit wir kommen. Ich schätze mal, die Aufgabe kann ich anfangen, kann ich es, aber ich werde es wahrscheinlich, wenn keiner dazu kommt, nicht zu Ende machen können. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm ist ja Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus, wenn ich dir schon bisher irgendwie helfen konnte. Wie gesagt, geben und nehmen und Support ist ja kein Mord. Die 80 Abonnenten haben wir jetzt bald wieder, dann kommen wir auch hoffentlich auf die 90 zu. Dann wird auch die 9. Zahl vom 10 Euro Paysafe Code bekannt gegeben. Also in dem Sinne, helft mir, ich helfe euch und alles ist gut. So, mal gucken, wie lange wir brauchen, um reinzukommen. Ich hoffe halt echt, dass wir irgendwie Hilfe bekommen. Ansonsten wird das nämlich echt nicht leicht. Na komm schon. Ah, es sind schon zwei da. Wunderbar. Desto schlechter wird die Sicht. Aber ich habe auch schon eine Lösung. Jetzt tun wir mal was für klare Sicht. Du hast 20 Minuten Zeit, um 3 Türme zu bauen. Du kannst 3 beliebige Türme bauen. Die sind markiert. Ich habe den Standort der Türme auf deiner Karte markiert. Sehr schön. Du sammelst bessere Ressourcen, bevor mehr du mit dem muss Bau ich nicht beginnst. Machen. Easy. Ich sehe eine Rakete. Ein neuer Schild. Muss ich den jetzt beschützen, weil der nun gerade gesagt hat. Nö, nur installieren. Gehen wir direkt zum nächsten. Ah, da ist schon der nächste. Ich sehe die Ware, Ray. So, wenn wir den haben, haben wir schon 3. I see the doctor. Na bitte! Hallo. Ich bin ein Bär. Nichts Schlimmeres als Gegner, die sich seitlich bewegen. So, hier hinten haben wir schon den 4. Geht ja doch besser als ich dachte. Mal gucken, ob ich da mit dem Hoverboard hinkomme. Da müsste eigentlich safe gehen. Ja, da sehe ich ihn schon. Schon sehe, wie schnell die wieder bauen, gell? Jungs, ich helfe euch sofort, wenn ich hier meine Aufgabe fertig habe. Also keine Panik. Ich meine, wir haben ja 20 Minuten Zeit. Oh, hier ist eine Truhe. Nicht schön. So, hier haben wir den 5. Ich sehe etwas furchtbar Böses. So, gucken wir mal, ob wir die Truhe irgendwie machen können. Ja, ja, von allen Seiten übertreibt es. Ein Turm ist fertig. Gott, wie schnell bauen die denn die Türme, ey?
Oh, lass mich da umgehen. Ja. Schön machst du das. Spiel mir jetzt verstecken. So, habe ich irgendwo noch ein Ausrufezeichen? Ein Turm ist hier noch bei mir. Achso, das ist eh auf der Karte markiert. Na bitte! Oder haben wir schon alle? Warte mal. Mal gucken. Ne, wir haben schon alle 5 Plotspots gemacht. Das war easy. So, jetzt gehen wir mal gerade zur Sturmtruhe. Na, na gut, jetzt bin ich hier. Ja, ich mach grad fertig. Gucken, dass die alle hier oben sind. Ganz schön Gas, die Gruppe, ey. So, wo war jetzt eben nochmal die Sturmtruhe? Wer läuft mir hier hinterher? Ich hab nur das Geknatsche hinter mir gehört. So, die Sturmtruhe war, meine ich, hier hinten. Sturmtruhe in der Level 40er Zone ist immer gut. Könnte was Schönes drin sein. Das Problem ist, die anderen interessieren sich nicht dafür. Ich probiere es einfach mal solo. Entweder oder. Warten. Jetzt. Oh, jetzt kommen die erst von oben alle. Laden. Geht nicht. Eine Sekunde habe ich den Dings. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Nein, nicht kaputt gehen. Nicht sterben. Nicht sterben. Begib dich zur Scheiße. Ich bin weg. Ja. Gut gemacht. Hab ich die Truhe geschafft? Du hast noch Zeit zum Bauen. Ach, schön. Solo geschafft. Zwar fast tot, aber geschafft. So, dann gehen wir mal zur Drohne. Oh, hier ist noch ein Überlebender. Wo ist er denn? Wie lange hat der denn überlebt? Dankeschön, krieg ich ein bisschen Munition. Boah, was ist denn hier los, ey? Vielleicht hat noch einer die Gartensphären-Mission. Puh, darf man langsam hier hin.
Ah, dieser scheiß Bienen, ey. Entschuldigung. Nein, 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 geh nicht da rein. Lecken. Hallo, leck des Jahrtausends. Boah, jetzt er auch noch. Ich bin ein Bär. Na, geschafft. Danke. Ist das dein Ernst? Was leckt das denn hier die ganze Zeit, ey? Oh, die Materialien waren nicht schlecht. Ach, er rennt hier einfach nicht verlassen rum. Ist das dein Ernst? So. Jetzt muss ich eigentlich mal anfangen, die ganzen Geschenke einzusammeln. Ich will eh nicht wissen, wie viel Materialien ich schon irgendwo liegen lassen habe. Aber man kann ja nicht alles mitholen. Ach, Stein habe ich voll. Aber uns fehlt halt immer noch Holz ohne Ende. Wie viel Munition da gerade drauf ging für den kleinen Mob. So. Jetzt müssen wir echt noch 10 Minuten hier rumgammeln. Das verstehe ich auch nicht. Da ist die Aufgabe geschafft, ey. Da kann man doch eigentlich sagen, komm, ist gut. Und ich sehe gerade eigentlich, muss ich den Paysafe Code mal weiter nach links schieben. Ich mach das mal gerade, weil man sieht ja gar nichts. So. Und so. Damit man auch sieht, was für Waffen ich habe. So, was gibt's hier in dem Lager? Oh, eine Kiste. Also, einmal aufräumen, bitte. Zeit, dass ich mal stärker werde, ey. Da ist halt einfach zu wenig Power. Ich merke das ja. Ja, ist fertig. Guck mal, wie lange der überlebt. Eiwei. So, da wir alle seine Aufgaben gemacht haben, machen wir jetzt erstmal die Materialien wieder voll.
Das hat mich früher immer schon gestört. Da hängst du hier wirklich 10 Minuten noch und stehst quasi und wartest aufs Ende. Ist halt insgesamt ein bisschen langweilig. Auch zum Spielen finde ich es eigentlich ganz langweilig. Schon hinter uns, hä? Hä? Wo ist er denn? Ja, wenn ich mal wüsste, wo du wärst. Was ist denn der Überlebende? Ach da! Ich hab den nicht gesehen, ey. Ich bin ein Bär. Du hast mich gerettet. Mit den Flugnebelgeistern die schlimmsten, die es gibt. Entschuldigung. Denn aus? Vom Stil her natürlich. Boah, der sieht schon geil aus. Kann man nicht selber auch so golden werden? Gott. Die Waffe kannst du so in die Tonne kloppen. Die werde ich nie wieder herstellen, ey. Noch 5 Minuten! Oder es sind halt einfach die falschen Stats drauf. Das kann natürlich auch sein. Kann ich mich bald nicht mehr anders dafür verteidigen. Ich muss da eine Wand hinstellen, einen Weg. Sonst machen die mir einfach zu viel Schaden, ey. Ja, hier so noch ein bisschen mehr Metz drin. Sogar alles Mögliche. Ein nettes Häuschen. Wenn wir dann schmeckt. Kann man gut gebrauchen. Ist hier noch, ja, ich habe mir fast schon gedacht, dass hier in der Hütte dann auch noch was ist. Ich meine, hier in der Mission hat man mal die Zeit, wirklich rumzugucken. Ist das dein Ernst? Wo laufen die denn hinterher? Ein nettes Lama. Ganz entspannt. So, 2 Minuten noch, dann haben wir es aber auch geschafft. Kann man noch ein bisschen was mitholen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch brauche, zu viel Waffen. Ah, besser mal alles mitgeholt an Rohstoffen. Neuen Turm gebaut. Ja, noch 2 Minuten, Bonus. Bis ich dich da rausholen muss. Bauen tue ich mal mit Stein. Ach, hier haben wir auch noch ein Geschenk. Aber für die Türme gibt es, glaube ich, immer noch ein paar Materialien wieder zurück.
Aha. Dann machen wir wenigstens schon mal wieder 2000 Holz. Aber das Wichtigste ist schon mal die Mission geschafft. Das ist echt das Wichtigste überhaupt. So dass wir schnell nach Brutal kommen. Mal gucken, ob wir es heute noch hinkriegen. So, jetzt sind wir bei 2-2. Ich weiß, Holz sammeln ist das Langweiligste, was es gibt. Aber es gehört dazu. So, haben wir hier in der Höhle noch was? Ah, da haben wir Paletten. Wow. Ich brauche Materialien. Da ist immer gerade 100 noch was drin, mehr nicht. So, Mission geschafft. Wir sind einen Schritt näher. Die meisten Schaden gemacht. Schmeckt. Also habt ihr alles richtig gemacht in dem Sinne. ...1,2 Millionen EP. Immer noch. Das ist irgendwie die Kiste, die ich nur noch bekomme. Mehr kriege ich irgendwie nicht mehr hin. Oh ja, die Galaxy-Spitzhacke. Das sind immer die Leute mit Geld. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Like da lassen, Kommentare reinhauen und Abo da lassen, falls du noch keiner bist. So, jetzt wollen wir wieder eine etwas längere Folge in Anführungszeichen. Wovon im Prinzip 5 Minuten interessant sind, der Rest war, ja, einfach nur Farben. Aber wie gesagt, es gehört halt auch dazu, von daher. So. Na, 4 Aufgaben gemacht, das ist schon mal gut. Mission. Ich weiß gar nicht, wie hoch das alles geht. Oh, nett. Kommandant, dieser Glotzbot hat vor kurzem ein Update bekommen. Sieht aus wie eine Nachricht. Das sage ich jetzt nicht gerne. Wir sollten besser tun, was Glotzbot sagt. Ach, wir müssen noch Schallplatten danach suchen. Zielwohl steht in den Charts der Heimatbasis gerade auf Platz 1. Und zwar nicht nur, weil wir keine andere Musik haben. Es gefällt den Leuten echt. Also so richtig gut. Sie flehen mich geradezu nach Alben an. Kannst du uns helfen? Ja, ich muss euch hier helfen, sonst komme ich hier nicht weiter. So, dann würde ich sagen, war es das hiermit. Gerade mal gucken. Ne, da kann ich nichts mehr. Jetzt dauert die Forschung natürlich ewig lang. Das dauert jetzt wirklich. Würde ich sagen, an der Stelle, das war's mit der Folge. In dem Sinne, wie immer, haut rein.